Ja, Leute, wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu The Secret of Grindia, ja, und wir machen mal direkt weiter hier und ich will die ganze Zeit mit Maus spielen, ne? Ich bin shit crazy. So, was war das? Ich hab's nicht gesehen da unten gerade. Kann ich irgendwie rennen? Ah! So, aber ich probiere jetzt mal, glaube ich, diesen Zweihandstab aus. Mal gucken, wie der so ist. So, Equip Item. Großer Ast. Oh ja, der ist wirklich sehr groß. Das ist aber nice. Oh, da sind die fiesen Typen. Das ist weit genug, du Göre. Ja, wir gehen in die zu den Prüfungen. Was? Hä? Das könnte ein Problem sein. Die Brücke ist jetzt besitzt des schwarzen Frettchen, Junge. Aber du hast Glück. Wir sind Geschäftsleute, keine Banditen. Du kannst passieren, wenn du uns 1 Milliarde Äpfel gibst. Da. Ach, wenn das nicht Grindias Spitzenhandelsware ist, erbärmliche Schwächlinge. Was? Ich war schon unterwegs als sprechender Beuteljunge. Ne? Boah, so schnell kann ich nicht im Kopf umschalten. Das Ding muss ein Vermögen wert sein. Immerhin habt ihr damit das ist wirklich echt hart umzustellen im Kopf. So, gib uns den Beutel, Göre, dann los! Anmaßende Sterbliche. Ich bin ein Gott für euresgleichen. Wie könnt ihr es wagen, mich zu unterbrechen? Zieh deine Klinge. Junge, zeig. Ich zeig ihm keine Gnade. Dann glaub ich jetzt kaputt, Fotze. Ja, komm. Ja, da kann man nichts mehr machen. Zeigen wir denen, was mit Dummköpfen passiert, die sich nicht mit den schwarzen Frettchen anlegen. Ja, guck mal. Lol. Beeindruckend, sie haben es geschafft, sogar meine Erwartungen zu untertreffen. Ja, guck mal, voll Fresse gehauen. Verdammt, Bruder, was ist mit diesem Kind los? Er hatte diesmal nur Glück. Ihr nutzlosen Narren. Oh, oh, oh Mist. Ja, guck mal, ne? Da ist die Mutter von denen, ne? Bestimmt, Schweigt! Ich verschwinde für 20 Minuten, kaum dass ich zurück bin, hat euch irgendein Kind vermöbelt. Mann, 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 das ist das Balk. Das kommt hier selbst mit Bezahlung nicht durch. Das ist ein wahrgewordener Traum. Ich darf dieses Kind aufmischen und kann dafür nicht mal Ärger bekommen. Boss, du bist die Beste. Halt die Klappe und geh mir aus dem Weg, ihr Verlierer. Ja, komm, mach dich kaputt. Komm. Oh, Bandit Leader Vilja. Lass mir ran da, denn sie will ja. Guck mal, da. Aua, ey. Oh Gott. Meine Spells nicht. Oh, guck mal hier, wie schlecht die ist. Ich mache immer 100 Schaden, ey. Was geht? Oh Gott. Jetzt bin ich down. Lol, ich habe gar nicht auf meine Health geachtet. Nein. Versuch's nochmal. Okay, yeah, I'm gonna kill that fucking bitch. I'm gonna kill her right now. So, komm, jetzt kann ich das aber überspringen hier, ne? Ja, halte ich auch zum Überspringen wieder, ne? Guck mal, da ist sie. Da ist die Sau. Komm, einen kriegst du schon mal. Oh. Weg da! Kommst du angerannt? Das war gut Schaden, ey. Okay, komm, hier, jetzt kriegst du noch mal sowas. Krieg ich jetzt einfach ein paar Mal. Oh Gott. Der war hart. Kann ich irgendwie einen Apfel essen oder so? Was hab ich denn? Wo könnte das denn sein? Irgendwo hier vielleicht? Ach ne, da. Guck mal, hier, da. Accessoires? Nee. Schuhe, Rüstung, Kleidung? Gesicht, Kopf? Nee, hier scheint das nicht zu sein. Vielleicht kann man die Äpfel auch gar nicht essen, sondern nur verkaufen oder so. Okay, jetzt muss ich hier volle Lutsche geben. Ja! Okay, okay, LP kritisch. Ah, so, kaputt geschlagen. Wie kann... Ja, das kannst du mal sehen. Kaputt geschlagen, was? Ihr Bastarde. Bist du in Ordnung, Boss? Kannst du stehen? Lass mich in Ruhe, Schwachköpfe. Ja, komm, haut jetzt ab hier. Ich hab's ja verstanden.
Da bekommt man, wenn man das falsche antike Artefakt beleidigt, was zum... ne, lass abhauen, Bolt, der will... Komm jetzt, ich will nicht so quatschen, ich will jetzt grinden! Oh nein. Und die Cam ist abgestürzt. Was ist das denn? Muss ich mal ganz kurz unterbrechen. So, bin ich wieder, ne? Kamera war halt irgendwie ausgegangen, weil die an so einem blöden USB-Hub hängt. Was für ein Haufen Clowns. Gut, dass ich denen, dass ich ihnen eine Lektion erteilt habe. Lass es gehen, Junge. Wir müssen eine Prüfung bestehen. Ja, dann lass es doch jetzt auch endlich gehen und nicht mehr rumquatschen. Ich will töten! Guck mal, damit kriegt man direkt hier den halben Busch weggekloppt hier und direkt 38 Sachen auf einmal. Was war das? Was, Geld? Ich möchte gerne mal bald shoppen hier. Was wäre denn so ein Game ohne zu shoppen? So, Beeren. Die scheiß Schalen nehme ich mal mit hier. Die Krugdinger. So, ich mach mal eben so, damit mein Kopfhörer wieder hinrutscht. So, hi. Ist ein schöner Tag, aber wäre noch viel besser, wenn mein Wagen repariert werden würde. Ja, wo muss ich denn hin? Guck mal, da ist eine Kiste. Wie komme ich da hin? Was ist das hier? Stadt Dingens. Oh Gott! Oh Gott. Direkt gestorben, ey. Hups. Ne? Aua. Wie meine Haare aussehen. Ich sehe halt gerade hier so ein voller Puschel hier oben. Aber ist ja auch nicht so schön, ne? So, du verschissenes Bastardvieh, ey. So. Die greift keinen mehr an hier. Okay. Okay, nicht getroffen. Okay. Ah, oh, die sterben dann auch mal mit einem, mit zwei Schlägen. Und vor allen Dingen 180 Grad schlägt man vorne auch komplett dann so. Ah, Level up! Guck mal, die ist dumm einfach. Man geht einfach ran. Oh. Und schlägt sie kaputt. So. Muss man schneller sein als die. Na komm, du scheiß Hase. Du läufst mir doch jetzt auch in den Stock, hä? Oh, ach, ach, voll reingelaufen, der arme Hase. So sieht's nämlich aus. So, Level up habe ich mal wieder. Was können wir denn hier machen? Kampf hätte ich gerne. Geisterhieb ist jetzt nicht so nur das Geilste. Schattentruppe beschwört eine mehrere Truppe von dir, die bei jedem normalen Angriff Bonusschaden hinzufügen. Ah, nicht schlecht. Zweihändig. Wirbelschnitt. Wirbel deine Klinge jetzt schnell um dich selbst und verletze nahe Gegner. Das hole ich mir. Das ist doch BÄM, Junge. Und dann grade ich direkt ab. Das war immer mein Lieblingsskill, auch bei Diablo. Also das brauche ich. So, was sind denn hier diese ganzen Dinger? Brände, Waffe, jeder normale Attacke hat eine 5% Chance. Feinde für 100% deines AMG zu verbrennen. Ja, nice! Nimm ich doch mal als nicen Perk mit. So, aber ich habe ja noch was. Ich habe ja noch einen Punkt. Magie? Kann ich da noch was verbessern? Will ich... Was ist das hier? Ah, keine Ladung. Nach dem Benutzen eines Zaubersprungs erhöht sich der Schaden der nächsten normalen Attacke um 15%. Pro Level ist auch nicht schlecht. Hm, aber gucken wir mal, was hier noch so bei allgemein bei ist. Boah, hier ist so viel bei und ich habe eigentlich keine Lust, das alles durchzulesen jetzt, aber ist halt so manchmal, ne? Was ist das denn? Schnellschuss, erhöht die Spanngeschwindigkeit mit dem Bogen. Man kann einen Bogen haben, ich will einen Bogen, Mann. Ich sollte erstmal gucken, ich sollte noch nicht so viel skillen, glaube ich. Kann ich die dir machen? Nein. Oh, jetzt muss ich erst wieder reden. Hi, Wemsor, du hast es rechtzeitig geschafft. Ich war so enttäuscht, als wir hier ankamen und ich dich nicht nehmen konnte. Die Prüfung ohne dich zu bestehen wäre echt irgendwie doof gewesen. Egal, wir haben keine Zeit zum Rumtrödeln. Die Anmeldungen werden jeden Moment geschlossen. Komm jetzt! Lass uns das Prüfungsgelände auseinandernehmen. Ja. Ah, das gute alte Evergrind City, als wäre es ohne die Ballons nicht schon fröhlich genug. Ach ja, lass uns gehen und das hinter uns bringen, Junge. Ah, nochmal XP, bam. Wo muss ich denn hin? Hier? Irgendwo? Hier? Und mich hier anmelden? Nee. Wo muss ich denn hin? Ach, hier vielleicht? Prüfung in der Arena abgehalten. Geh einfach die Treppe hoch und renn weiter. Ja, gut. Kann ich rennen. Ah, da ist die Arena. So, hallo, willkommen in der Evergrind Arena. Ich nehme an, du willst dich für die Prüfung registrieren. Ich gebe dir ein Formular zum Ausfüllen. Einen Moment, bitte. Ja, komm ran jetzt! Wie ich sehe, kann heutzutage jegliches Gesindel an der Prüfung teilnehmen. Geh mir aus dem Weg, Bürgerlicher. Okay. Sir, bitte. Hier meine Unterschrift. Ich überlasse es dir, den Rest auszufüllen. Ja, Sir. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Ich gebe dir ein neues Formular zum Ausfüllen. Die von Grindens sind eine sehr einflussreiche Familie. Ihre Förderung ist ein Eckpfeiler der Arena. Jetzt habe ich mich verschluckt gerade dabei. Vielen Dank für die Registrierung zur Prüfung. Der Warteraum liegt zu deiner Rechten. Ja, tschaka, tschaka. Okay, dann gucken wir mal, ne? Können wir hier noch ein paar Schwerter aussuchen? Oh, was ist das denn hier?
Nice. Oh, nice. Bestehe die erste und die zweite Runde. Ich muss aber jetzt erstmal gucken, was ich gerade ausgerüstet habe. Magieschan 51. 61 macht jetzt zwei Hände. Wie viel macht das Ding? Das macht 51, 61. Angriffsgeschwindigkeit minus, plus minus 0. Ich glaube, ich nehme für die Arena mal den. So, das erscheint mir ganz gut. Okay, lass mich rein, du Schwein. Hier, hey Junge, du bist der Erste. Bist du bereit für die Prüfung zu beginnen? Oh, ja, Siggi. Und endlich ist es soweit. Willkommen, meine Damen und Herren, zur wichtigsten Veranstaltung des Jahres, der Sammlerprüfung. Kommentiert wie das Ganze dieses Jahr wieder von meiner Wenigkeit. Cynic Plot, hoffentlich sind Sie so froh wie ich hier zu sein. Woo! Woo! Bin so hyped, Herr Plot, ja? Wir wissen alle, dass die Jungs und Mädels begierig darauf sind, den Rängen unserer berühmten Sammlergilde beizutreten. Aber wer hat das Zeug dazu? Applaus für unseren ersten Streiter. Woo! Hier ist Lord Vemsor. Der Großartige. Das erste Hindernis ist die Angeldisziplin. Ich habe keine Angel, fuck. Unser Streiter hat sich eine Sammlertrainingsangel geliehen und muss wenigstens einen Fisch angeln. Je schneller er fertig wird, desto mehr Punkte bekommt er. Okay. Wie geht denn das? Ja? Wahrscheinlich wieder, wenn es zieht, ne? Okay. Wenn das Ding komplett unter Wasser ist, muss ich schnell E drücken. Okay, ne, jetzt noch nicht. Aber man zuckt immer so. Ja, komm. Das ist ja eine super Prüfung hier. So, schnell E drücken. Ich muss dann noch den da drin halten, oder was? Oh Gott. So Minigames, ne? Yes, da haben wir den ersten vier. Mit einer Punktzahl von 6400. Nice. Bam. I did it. I did it. Ups, sieht aus, als wäre ich in gerade mal der Hälfte der Zeit fertig geworden. Versager. Du legst besser einen Zahn zu in der nächsten Runde. Ja, fick dich, Arschloch. So. Hey Kind, willst du die Arena für die nächste Herausforderung betreten? Ja, ist klar, Mann. Okay, Zeit für die zweite Runde. Der Rätselwahnsinn. Oh, oh, oh. Als Sammler wirst du bei deiner Suche nach seltenen Gegenständen auf viele Rätsel treffen. Deshalb sind außergewöhnliche Rätsellösungen Fähigkeiten ein Muss. Schiebe den Runenblock einfach in die passende Runenplatte. Ja, was ist denn die passende Runenplatte? Ach so, okay, alles klar. Je schneller du unser Streit fertig wird, desto besser wird seine Punktzahl. Weniger Fehler du machst, auf die Umkehrplatte. Was ist denn die Umkehrplatte? Ach so, das ist daneben das Ding. Mach dich bereit. Ready und go. So, wie schiebe ich das Ding denn jetzt hier? Ah, okay. So, 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 zack. Ist ja schon so ein bisschen Zelda-mäßig auch, ne? So, es fühlt sich so an. Ich liebe so Games. So, den ersten haben wir schon mal. Der muss da hin, ne? Also muss der jetzt erstmal hier hin. So, dann muss ich den hier raufschieben. Weg damit. Den hier hin. Oh Gott, ne, ich muss den erst schieben. Sonst kann ich den anderen gleich nicht wegschieben hier. So, so, zack. Den dahin. So. Ah, ne, den kann ich gleich wegschieben. Nehmen wir den. Ah, lol. Wie kann er denn weggehen, ohne dass er schiebt? Ach, scheiße, einen Fehler gemacht. Muss zurück. So, schnell runter. Zack. Das Ding hoch. Oh. Muss ich den noch wegschieben? Den hier rüber. Zack. Hier außen rumlaufen. Dahin. Und fertig. So, wie mache ich das jetzt? Der ist ja easy going, ne? Zack, weg damit. Und. So, woo! Gut gemacht. Einen kräftigen Applaus für Vemsor. Auch das habe ich geschafft. Jetzt kommt wieder gleich der Arsch. Sagt wieder. Ja, sonst hätte ich dich wieder geklagt. Ich fürchte, wenn ich dich nicht bald besser wies, hast du keine Chance, einen Sammler zu werden. Fuck you! Was ist dein Problem? Kannst du nicht wenigstens versuchen, nett zu sein? Ich bezweifle es. Wow, dieser Typ. Mann, 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 Mann. So. Ja, ich will die nächste Herausforderung. Komm, alles easy going bisher, ja? Endlich unsere letzte und wichtigste Disziplin, die Kampfprüfung. Unser Streiter muss alle Sorten von wilden Bestien, die in der Arena freigelassen werden, besiegen. Und nur diejenigen, die die meisten Gegenstände von ihnen bekommen, werden als Sammler auserkoren. Du bist hoffentlich bereit. Los. Wo kommen die denn? Ja, komm. Junge. Hä? Komm. So, die sammle ich jetzt erstmal ein bisschen hier alle. Kann ich die gleich schön alle auf einmal kaputt machen, ne? Ah, schön geplatzt sind sie.
schnell die aber auch platzen. Wir können nur einmal hier den loslegen. Das ist ja schon Feierabend. Aber das ist aber auch gut, halt rauszukommen, ne? Oh, Karnickel! Die sind direkt wütend auf mich! Ja, kommt mal alles schön her hier, ihr blöden Viecher. Ach, lol, ihr geht sich alle durch. Ihr macht auch noch AE, das Ding. Krass. Ja, sterbt! Oh, er hat mich getroffen. Aber gegen die Slimes dann natürlich geil, ne? So. Bam, Kombi gab's. Ach, guck mal hier, wie blöd die sind. Oh, da, ja. Oh, der hat mich fast wieder getroffen, der Hase. Ja, ich prügel einfach alles kaputt hier. Die scheiß Bienen immer. Aua, die hat mich getroffen, die scheiß Biene. Komm. So, jetzt sammle ich aber erstmal alles in Ruhe auf, weil es hieß ja, der, der am meisten sammelt, gewinnt hier, ne? So, zack. Jetzt komme ich hier rangewandt und töte dich. Ja! Yeah! Oh, den kann ich nicht einsetzen hier. Irgendwie. Meinen Streiter kann ich so nicht einsetzen. Ist anscheinend eine dunkle Fähigkeit. Und hoch illegal, ja? Meine Damen und Herren, ich denke, es ist Zeit für eine Wendung. Dieses Jahr ist die Zeit für etwas Spektakuläres gekommen. Ich präsentiere den entsetzlichen Gigaschleim. Oh Gott. Hä? What? Der? Ich habe bereits meinen gerechten Anteil an so einem Ding gesehen, aber Junge, das schlägt ihm fast den Boden aus. Oh. Oh, oh. Hm, irgendwas scheint mit dem hier nicht zu stimmen. Oh, oh. Oh, oh. Ach du Scheiße. Gigaslime, Bitch. Oh, 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 oh. Das macht viel Schaden. Das macht viel Schaden. Oh Gott, er bringt doch noch mehr zur Welt, oder was? Oh, aua. Das, gegen den gewinnt man nur mit Ausdauer, glaube ich. So, kommen alle her. Oh, da kommt ein Hammer aus. Habt ihr gesehen? Da kam ein Hammer aus dem raus, Mann. Okay. Soll ich wirklich dann dieses Ding... Ja. Okay, die Wendung kommt jetzt. Ja, halt jetzt zum Überspringen. Machen wir. Okay, komm, los, go. Giga Slime. Here we go. Ich muss ihn halt niederzerren. Ah, oh, ich springe aber auch so weit. Das sieht man kaum, ey. So, einfach mit... Mit Geduld. So, einfach die zwischendurch ein bisschen kaputt schlagen. Oh, der macht dann auch noch die Arena langsamer. Das ist natürlich nicht gut. Oh Gott, ich bin am gefressen. Kann ich mich auch aufladen? Ne, geht leider nicht. Ah! Gleich trifft er mich. Das war ein Schritt. Ich muss ihn auch mal treffen, weil in der Luft kann man ihn. Ach du Scheiße! Oh Gott! So, ein Bossfight hier. Nein, boah. Boah, es spannend. Nein, oh. So ein riesiges Slime. Wenn er anfängt zu rotzen, dann muss ich ihm eigentlich einen geben. Aber dann kommt der Hammer da raus, ne? Ich muss hier schon quasi mit Range-Waffen arbeiten. Sonst geht hier gar nichts. Nein. Och, fuck. Ja, komm, einen Try gibt's noch, diese Folge. So, ich lade jetzt... Vielleicht kann ich den ja auch so ein bisschen verarschen, wenn er jetzt kommt. So, dann gehe ich direkt zur Seite. Ja, aber so kriegt es mal ein bisschen Schaden reinnehmen. Oh, nicht nah genug dran. Ja, also mache ich schon viel mehr Schaden. Hilfe! Nein! Oh. Boah, den muss er jetzt aber auch kriegen. Komm, so weit kannst du nicht springen, oder? Oh. Ach ja, der Hammer. Also von der Seite kommt dann der Hammer.
Oh, ich wollte da nicht reinlaufen. Huiuiuiui, ein harter Bossfight. Boah. Oh nein, nicht schon wieder. Nein, ach scheiße. Ja gut, aber wie gesagt, nächsten Try, nächste Folge. Ne? Deshalb schaltet wieder ein, wenn es heißt, wir können noch grindieren mit Enzo. Tschüss.